Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Heute auf Mirage. Derjenige geaimt schon mal mittelprächtig tief. Was war das gerade für ein Teamflash? Hier haben wir mal wieder ein Boost-Game. Ein Uprank-Team spielt gegen ein Downrank-Team. Da diese Up- und Down-Boost-Games verboten sind, gibt es natürlich den Grief-Bun und jetzt auch seit neuestem Other External Assistance. Denn viele Seiten, die dir sowas anbieten, so einen Dienst, nutzen auch ein eigenes Programm, mit dem man diese Spiele dann erstellt, findet, joint, wie auch immer. Darum gibt es auch auf jeden Fall noch ein Other External reingedrückelt. So. Nach 40.000-minütiger Wartezeit geht es endlich weiter. Also für mich, für euch war ja nur ein Schnitt. Und wir haben das nächste Overwatch. Das Dumme ist, wenn ich sowas vorspule, dann dauert das, naja, 2 Minuten oder sowas oder eineinhalb oder eine. Dann ist es schon fertig. Und bis das nächste Overwatch kommt, vergehen ungefähr 10 Minuten. Oh mein Gott, der brennt einfach ab. Er ist da oben abgebrannt. Wie ist das passiert? Sind die Flammen hochgeschlagen? Ich würde sagen, das ist noch in Ordnung, was er da macht. Er aimt auch noch schön lange hin, obwohl da gar keiner mehr ist. Jetzt kommt erst wieder einer und den hat er verhuddelt. Also alles cool. Verspricht das endlich mal wieder ein spannendes Teil zu werden. Ich habe keinen Bock auf diese Sachen, die direkt klar sind, wo man sagt, alles klar, der fliegt. Ich will jetzt was Gutes. Komm schon. Na? Also, es ist 3 gegen 3. Direkt da ist einer und er dreht sich um wie eine Schildkröte. Passt. Im Moment kann ich gar nichts entdecken, außer vielleicht ein Anti... wie nennt man das? Anti-Aim? Oh. Der hätte ruhig reingehen können. Also da wäre ich auch vollkommen stolz auf ihn gewesen. Auch weil er jetzt am Ende sogar kurz gehakelt hat. Das, oder? Das sah wiederum fast hakelig aus. Aber denkt dran, die Demo macht manchmal an den dümmsten Stellen Fehler. Ich habe bei meinem allerersten Demo-Fehler vermutet, dass jemand ein Spinbot hat. Weil er in der Drehung hat das kurz so gehackelt und es sah aus, als hätte er sich einmal komplett gedreht und ja. Manchmal ist es ganz, ganz selten, manchmal macht die Demo einfach einen dummen Sprung, also sogar ein ganzes Stückchen. Also bald 2 Sekunden oder so. Wird er gerade von der Mate angeschossen? Nee. Alles gut. Das sieht total legit aus, also wirklich zu 100% legit. Was er da macht. Da hochgeaimt, passt. Naja, gut. Gerade eben beim Hochlaufen und auch dann bei mir hingucken. Hat er den Steppen gehört? Ich muss mein Headset lauter machen. Wusste er irgendwie so ein bisschen, wo er ist. Aber das kann auch Steps beziehungsweise einfach ein gutes Gefühl gewesen sein. Ich habe ja auch schon diverse Male krasse Shots durch Shots oder auch durch Wände gemacht. Weil ich ja jemanden vermutet habe oder berechnet habe, dass er da gleich ist. Ne? Und dann, bumm, ist er weg. Also, da will ich jetzt erstmal gar nichts sagen. Nee. Ich habe nur mein Headset lauter gemacht, weil das ist doch sehr leise gewesen. Ich habe übrigens letztens drüber nachgedacht und habe zu Wallen gesagt, hey, ich finde es irgendwie, wir haben kurz davor sehr, sehr viel PUBG gespielt und ich habe gesagt, ey, irgendwie ist es doch echt krass, dass man bei Counter-Strike einfach lautlos laufen kann. Das ist schon echt fies, schwierig, gemein. Das war sogar sehr wohl überlegt von ihm, dass er da erstmal nicht drauf geholzt hat. Es hätte ja noch einen besseren Moment geben können, aber da gab es ihn leider nicht. Ja, ich hab's ihm gemeint, ey, es ist doch irgendwie krass, oder? Dass man lautlos, in der Theorie kannst du lautlos von A nach B komplett laufen. Keiner weiß es, keiner kriegt's mit. Ich weiß nicht, warum ich mir da die Gedanken drüber gemacht habe. Wahrscheinlich gerade, weil wir eben davor ziemlich intensiv PUBG gespielt haben. Da gab's halt die ein oder andere Situation, wo ich gerne lautlos gelaufen wäre. Wenn man zu jemandem hin möchte, der einen noch nicht gesehen hat und man rennt und steppt und ist dann ganz leise und also läuft langsam, man hört sich selbst dabei, also man hört, man wird noch gehört. Es wäre cool, wenn man dann so wie bei CSGO einfach lautlos laufen könnte, aber es wäre wahrscheinlich zu krass bei PUBG, es wäre zu krass. Man könnte sich komplett in einem Haus bewegen mit Feinden und keiner wüsste, dass man da ist. Und so hört man zumindest immer dieses leichtige Steppe. Er hat noch keinen Teamkill oder sowas betrieben. Er schleicht hier rum, weiß jetzt aber auch, dass er da ist, weil der Mate ihn gerade eben entdeckt hat. Also ich muss doch noch nach Bunnyhop gucken, Jedes Mal. Es ist jedes Mal verdammt nochmal das Gleiche. Man guckt dann so, man ist so eher auf das Fadenkreuz fokussiert und auf die Gegner, um zu gucken, ist da nicht vielleicht ein Wall oder ein Aimer drin, dass man gar nicht drauf achtet, ob jemand rumhüpft oder nicht. So, ich achte jetzt mal nur auf seine Gehoppel, was er, glaube ich, gar nicht macht. Ich weiß nicht, also das ist ein guter Fall, Ein kurioser Fall, es passiert nämlich gar nichts. Vielleicht macht er zum Ende hier noch an, ich hoffe es natürlich nicht. Ich hätte gerne mal wieder
jemanden, wo ich so richtig von innen heraus sagen kann, dieser junge Bursche hier war clean. Da oben, ich glaube, ihn hat man noch kurz am Rand gesehen, der da gerade verschoben ist. Bin mir nicht sicher. Schön up-aim. Zeig mir, dass du nicht weißt, dass hier niemand ist. So ein bisschen halbarschig abgeaimt, aber er dreht sich noch voller Aggressivität um, als der Kollege schießt, weil er nämlich schon auch Schiss gehabt hat, dass da vielleicht jemand steht. Ich denke, er kann nicht durch die Wand sehen. Das eben war auch ein typischer Move. Ich würde da auch hinaimen, weil nach so und so vielen Sekunden, wo man schon auf A ist, eben langsam die CTs verschieben sollten. Ich würde hier diesen Bombenherren des Griefings beschuldigen, auf jeden Fall. Guck mal, wie er das Spiel zerstört. A ist frei, schon seit 20 Sekunden sicherlich gecallt. Und dieser Dreckbock nimmt, also jetzt würde ich ihm, also ich drücke ihm jetzt keinen Grief, aber ich... Dieser Dreckbock lässt die Bombe liegen. Er legt die Bombe nicht. Er geht nicht auf A, sondern er geht einfach Banane durch und meint, er muss ja auf B gehen. Was ist? Ist er behindert? Warum? Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Das ist einfach so Brain AFK ohne Ende. Es ist noch nicht mal Brain AFK. Wenn die Leute haben ihm sicherlich gecallt. A ist frei. Wir sind auf A durch. Hallo? Er war auf A, der Suspect und sein Kollege. Der jetzt wahrscheinlich gerade AFK ist und deswegen wartet er bei ihm. Gut, man könnte schon von Griefing sprechen. Er ist jetzt hier AFK, schießt, also nicht AFK, aber er ist nicht im Spiel, schießt gegen die Glocke und dödelt rum. Wenn einem sowas passiert, ist man schon höchst säuerlich, oder? Meint er nicht auch? Vor allem ist es ja nicht nur so, dass er einfach AFK wäre und jetzt halt... vielleicht wird er dafür jetzt reported. Man hat ihn halt schon steppen gehört. Er wusste also, dass da jemand kommt. Vielleicht wurde er dafür reported. Für diese AFK-Lastigkeit. War Kiwi der mit der Bombe? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, jetzt ist er da. Na, es sind wahrscheinlich zwei Kumpels, die im Teamspeak sitzen. Das ist schon ziemlich schweinig, wenn man sowas macht. Also... Na doch, das geht eigentlich Richtung Grief. Einfach AFK rumstehen und nichts machen. Nicht helfen. Für mich sieht es, ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht nicht gestritten haben im Team und dann gesagt haben, gut, dann machen wir nichts, was auf jeden Fall auch die falsche Richtung oder die falsche Entscheidung ist. Sowas darf man nicht sagen. Man darf nicht einfach Matchmaking spielen, wenn man eigentlich so ein Hurensohn ist und beleidigt ist und dann nichts macht. Das darf nicht passieren. Mal gucken, was er jetzt halt noch mit dem letzten treibt. Vielleicht, er geht auf A, jetzt muss er aber das Knife in die, das schafft er, glaube ich, nicht mehr. Nee, sieht sehr schlecht aus. Wenn er sich jetzt umdreht und den anderen... Renn, nimm doch das Knife in die Hand, Mann. Man rennt doch mit... Okay. Der ist dumm. Vielleicht drücke ich ihm doch einen Grief. Möglicherweise, also er hätte easy, dann doch noch die Bombe legen können. Mit Knife in der Hand und durchpacen und nicht hier oben lang gehen. Hätte er es, denke ich, noch geschafft, oder? Er ging unten rein, da waren es noch 10 Sekunden. Von da nach da drüben braucht man 3 bis 4 Sekunden bis Onspot. Man plantet 5 Sekunden, es hätte also locker gereicht. Soll ich ihm jetzt einen Grief drücken? Oh Gott, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Er war jetzt einfach AFK. Er war am Spawn gestanden, hat sein Team nicht unterstützt, hat wahrscheinlich, wegen ihm haben sie die Runde auch verloren. Er war nicht dabei, hat nicht geholfen und er hat dann am Ende noch nicht mal versucht, die Bombe zu legen. Also hat er schon, aber halt auf eine total bescheuerte Weise. Wo hüpft denn der City hin? Der ist auf diese Kisten hoch. Und dann ist er darüber? Oder hat es von mir, habe ich das gerade nicht ganz gerafft, wo der war? Oh, mein Freund! Schön weggeflickt. Der Kollege, wurde gebumst. 10-10 steht es jetzt schon. Also ich denke, dass er wegen Grief reported wurde, der andere auch. Ist es schon wieder Kiwi? Nee, Wagon ist diesmal derjenige, der am Spawn steht. Vorhin war es Kiwi. Das ganze Team scheint total inkonsistent zu sein. Inkontinent auch. Inkonsequent natürlich, selbstverständlich. Da ist er. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was würdet ihr jetzt hier machen? Würdet ihr mir jetzt einen Grief drücken? Für diese eine Runde, in der er noch nicht mal ganz AFK war, sondern... Ich sag AFK, er war nicht AFK. Ich weiß, er stand am Spawn. In dem er absichtlich am Spawn rumstand, auf die Glocke geschossen hat und dann sogar den Bombenplan verkackt hat wie ein Dummkopf. Ich denke, es ist wahrscheinlich hier so Silberbereich. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass sowas bei AK noch passiert, dass jemand so ein Plan verlümmelt. Mal gucken, was er jetzt macht. Wir machen jetzt hier von dieser letzten, wahrscheinlich letzten Runde abhängig. Die Kollegen gehen planten, nehme ich doch an. Ja. Er hat noch ein HP. Wer geht planten?
Ja, wahrscheinlich killt er jetzt. Also wenn er seinen Mate jetzt gleich noch killt, dann drücke ich ihm auf jeden Fall den Grief rein. Okay. Ich denke, ich drücke ihm den Grief rein. Den dreckigen Vollidiot. Weil das überspannt dann doch langsam den Bogen der Tatsache, ne? AFK rumstehen, dann den Plant nicht gebacken bekommen. Und dann auch noch den Mate killen. Wahrscheinlich waren die im Teamspeak oder schreien im Chat rum. Ja, aber nee. Ihr wisst ja, was Grief heißt, Spiel unter... Ich lese euch gleich vor. Na? So, und bei Grief steht ja... Minor Description, Griefing. The evidence you reviewed would be judged... Blablabla. So, exhibit behavior that was disruptive, anti-competitive or anti-social. Und ja, es war anti-competitive, dass er da rumstand. Am Spawn. Er war, obwohl er da war. Und, ja, es ist auch gleichzeitig not participating, also er hat nicht teilgenommen an dieser Runde, mit Absicht. Also er war ja sogar am PC, er war am Ding gesessen, hat mit Absicht nicht teilgenommen. Und, er hat eben noch den Mate gekillt, auch wenn das jetzt gewollt war oder nicht, scheißegal, da soll er jetzt mit dem Grief leben, der Vollidiot. So, gut. Ich hoffe, das zeigt wieder, was meine Haltung bezüglich so einer Sache ist. Man macht sowas nicht. Ich meine, wie oft ist man abgefuckt von so einem Scheiß-Team? Von so einem richtig räudigen Team. Hier übrigens nochmal euer Knife, das dann bald rausgeht. Von so einem räudigen Team, die das Scheiße macht. Also nicht nur inhaltlich Scheiße macht, so in der Spielweise, sondern die auch einfach AFK stehen. Die am Spawn stehen bleiben, weil sie beleidigt sind. Die Teamkills machen und so weiter und so fort. Ich finde, da muss man einfach, also gerade weil Griefing kein permanenter Bann ist, muss man... da ziemlich hart durchgreifen, weil die Community, die Community ist das Problem, nicht das Spiel, nicht die Cheat-Regeln und Sicherheitsvorkehrungen, sondern die Community von Counter-Strike ist das Problem und es darf einfach nichts durchgelassen werden. Auch nicht, wenn es vielleicht so aussieht, als wenn es jetzt gar nicht so tragisch wäre, aber es ist scheiße, es ist einfach scheiße, ihr wisst, wie kacke das ist, wenn das Team behämmert ist, abfuckt, nicht richtig mitspielt und so weiter und so fort. Wie sehr man sich schon aufregt, wenn das nur so eine kleine Sache ist. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Ja, guten Morgen, Herr Nachbar. Leute, wir hören uns dann. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.